Du liebst sportliche Motorräder, dann bist du hier richtig. In diesem Video verrate ich dir, welche Motorräder sind die besten Supersportler und Supermotos in der Saison 2024. Ja, liebe Leute, in diesem Video gibt es die Ergebnisse der 1000 Best Top Award Skala 2024 in den Kategorien günstige Einsteiger Supersportmotorräder, Supersportmotorräder unter 1000 Kubikzentimeter, High-Performance-Supersportler und als krönenden Abschluss noch die Supermotos, die wir in dieses Sportler-Video mit reingepackt haben. Bei den 1000 PS Top Awards war die 1000 PS Testpiloten und Redaktionscrew stimmberechtigt, also alle 1000 PS Testpiloten und Redakteure, die in diesem Jahr eine nennenswerte Anzahl von Berichten für 1000 PS produziert und publiziert haben. Die waren hier gemeinsam in der 1000 PS Zentrale im Home of Leimand. Da haben wir uns gegenseitig in die Goschen gehauen, aber nur verbal, haben diskutiert, immer vor dem Hintergrund, welches Motorrad würdest du deinem Freund empfehlen. Wir haben fette, keine Excel-Listen, Google-Tabellenlisten ausgefüllt, Durchschnittswerte gebildet und das ist im Prinzip, das sind die Ergebnisse der Crowd Intelligence, sofern man bei uns von Intelligenz sprechen kann, aber die Ergebnisse einer breitschultrigen Masse. Und wir beginnen mit den 1000 Best Top Awards, mit den Ergebnissen in der Kategorie günstige Einsteiger Supersport Motorräder. Ein fluffiger Kategoriename, der richtig runterrutscht. Kategorie, insgesamt 14 Motorräder standen zur Auswahl und auf Platz 10 die CF Moto 450 SRS. Durchgängig Platzierungen zwischen Platz 5 und Platz 11 bekommen von unserer 1000 PS Crew. Auf Platz 9 die KTM RC 390. Auf Platz 8 die Kawasaki Ninja 650, also ein Motorrad, was etwas umfangreicher motorisiert ist wie zum Beispiel die KTM, aber preislich in einer ähnlichen Liga spielt. Auf Platz 7 die Aprilia RS 457, die fluffigste Hubraumbezeichnung, die wir je hatten, überhaupt, flutscht wahnsinnig einfach über die Lippen. Ein Motorrad, das gut fährt, aber nicht gut genug, um mit einem anderen Motorrad in dieser Kategorie mitzuhalten. Zum Beispiel auch im eigenen Stall die Aprilia RS 660, die in der Standardvariante gerade noch bei den günstigen Einsteiger-Supersport-Motorrädern reingerutscht ist. Noch weiter vorne auf Platz 5 die Yamaha R7, die in Summe, ich glaube, die hat das konsistenteste Wahlergebnis überhaupt bekommen. Sie hat ausschließlich 5., 6. und 4. Plätze bekommen von der 1000 PS Crew. Und jene Kollegen, die keine Stimme für sie abgegeben worden haben, werden quasi immer als Platz 15 gezählt. Also so kommt unser Wahlergebnis in Summe zustande. Aber jeder, der sie gewählt und bewertet hat, hat sie mehr oder weniger gleich einsortiert. Wahnsinnig gutes Motorrad, das eine breite Anzahl von Leuten glücklich und zufrieden stellt. Auf Platz 3 gibt es zwei Motorräder auf Platz 3, die punktegleich dort drinnen sind. Nämlich, finde ich faszinierend, dass wir so cool sind, dass wir eine so grelle, schreiende Maschine so weit draufgewählt haben. Die Rede ist von der Kawasaki Ninja ZX4R. Supersportliches Motorrad. Eine Rennmaschine zum Preis eines Einsteigermotorrades. Man kann sie lieben oder man kann sie auch hassen, weil sie so hohe Drehzahlen braucht. Aber ich glaube, faszinierend ist sie für jeden von euch. Ein fantastisches Motorrad und gerade dieses Jahr in der 40th Anniversary Edition von Kawasaki zum Niederknien für Ninja-Fans. Auf Platz 3 ein universelleres Motorrad, das gut fährt und auch einige erste Plätze von unseren Kollegen abkassiert hat. Die Rede ist von der Honda CBR 650R, der Vierzylinder Universaldieb von Honda. Musste sich hier in Summe von dieser breiten Redaktionscrew jedoch gegen zwei Motorräder geschlagen geben. Auf Platz 2 ganz knapp die Triumph Daytona 660. Breite Anzahl von Kolleginnen haben abgestimmt und sie haben die Triumph Daytona 660 auf Platz 2 gewählt. Und eine breite Anzahl von Kollegen hat auch den ersten Platz definiert. Und das ist die Suzuki GSX 8R. Wir haben in diesem Jahr verschiedene Vergleichstests gehabt. Es gab einen Vergleichstest, wo die Suzuki GSX 8R zum Beispiel nur auf Platz 3 gekommen ist. Diesmal bei den 1000 Best Top Awards hat sie es aber auf den ersten Platz geschafft. Schlicht und ergreifend deswegen, weil hier 3 erste Plätze spendiert worden sind von Leuten, die bei diesem Vergleichstest halt nicht dabei waren, die halt dieses Motorrad lieber fahren. Und in Summe
geht die Entscheidung dann aber klar, nach hitzigen Diskussionen haben wir gesagt, es ist ein würdiger Platz 1, fantastischer Motor, fantastische Sitzposition, Top-Qualität, ein würdiger Platz 1, aber natürlich die Gegner auf Platz 2 und 3 brauchen sich auch nicht schämen. Ein sehr, sehr tolles Line-up an unterschiedlichen Motorrädern, die teilweise mehr in die touristische Ecke gehen, mit denen man in Form eines Supersportlers auch gerne Touren fährt, wie mit der GSX 8R oder der CBR 650 oder auch der Daytona 660, aber auch radikale Supersportler wie die ZX 4R, die eigentlich ready to race für die Rennstrecke ist, aber auch auf der Landstraße herzerwärmend Spaß macht. Faszinierendes Lineup, aber blättern wir weiter zur Kategorie der Supersportmotorräder unter 1000 Kubikzentimeter. Da haben wir 10 Motorräder für euch aufs Podest gehoben und wir arbeiten uns jetzt rauf bis Platz 1. Platz 10 haben wir die MV Agusta F3 RC. Auf Platz 9 die Ducati Supersport 59. Auf Platz 8 die MV Agusta F3 RR. Auf Platz 7 Motorrad ohne Straßenzulassung, die Yamaha R6 Race. Dürfen wir das? Hitzige Diskussionen gab es bei uns bei der Abstimmung. Na, Rennmotorräder dürfen da nicht mit rein. Ja, als nächstes machen wir noch das. Ja, der scheißt ja nicht aus. Es ist halt so. Es ist von uns eine Empfehlung. Würdest du dieses Motorrad deinem Freund empfehlen? Ich sage, ja. Es gibt genug Leute, die fahren nur noch auf der Rennstrecke mit dem Supersportler. Und für sie ist das eine ausgezeichnete Wahl. Aber könnt ihr gerne urteilen in einer anderen Geschmacksrichtung, wenn ihr möchtet. Auf Platz 6, MV Agusta Super Veloce 800. Auf Platz 5 die Aprilia RS660 in der Extrema Edition, die hochwertigere Ausstattung von der Aprilia RS660. Auf Platz 4 die Kawasaki Ninja ZX6R, neu, japanische Vierzylinder Supersportler in einem herzerwärmenden, aufgefrischten Variante für 2024. Ein vollwertiges Supersportmotorrad zum akzeptablen Preis. Im Prinzip eine richtig gute Empfehlung für Leute, die Landstraße und Rennstrecke zu einem akzeptablen Preis fahren wollen und auf eben die Big Bike Leistung über 200 PS verzichten können. Das aber natürlich quasi zum halben Preis. Im Prinzip ein ganz knappes Duell, das die Honda CBR 600 RR auf Platz 3 für sich entscheiden konnte. Da haben wir die Situation, dass es einige Leute gab, die die Honda lieber mochten. Einige Leute mochten die Kawasaki lieber. Komischerweise gab es einheitliche Meinung darüber, dass die Honda besser aussieht wie die Kawa. Komischerweise gab es aber unterschiedliche Meinungen zum Thema Sitzposition. Es gab Leute, die mochten die Honda lieber. Es gab Leute, die mochten die Kawa lieber. Unbestritten war, dass die Kawa den stärkeren Motor hat als die Honda. Die Honda aber die besseren Bremsen hat. In Summe war die Honda vorne auf Platz 2 sicher eines der schönsten Motorräder im Feld, die Yamaha XSR 900 GB. Auch hier gibt es persönliche Befangenheit. Max hat sich ja eine gekauft dieses Jahr. Insofern hat er sie auch weit nach oben gewählt. Aber unbestritten hier auf Platz 1 die Ducati Panigale V2. Ist ein Motorrad, das schwer im Schatten steht der V4 Modelle. Zu Unrecht, weil sie einfach richtig gut fährt. Uns ist natürlich klar, dass sie teurer ist. Teurer als zum Beispiel eine CBR 600 zum Beispiel. Aber es ist uns auch klar, dass sie noch besser fährt. Ein richtig gutes Motorrad für all jene Leute, denen die Tausender Vierzylinder Motorräder oder auch eine Panigale V4 einfach too much sind. Zu viel Leistung, zu viel Stress, zu viel Power, zu viel Schweiß. Aber trotzdem dieses Panigale-Feeling, diese Begehrtheit ausstrahlen und vermutlich auch eines der schönsten Motorräder hier in der Kategorie und ziemlich sicher zu Recht auf Platz 1. 4 Piloten haben sie insgesamt auf Platz 1 gewählt. Ja, wahnsinnig schnelles, wahnsinnig gutes Motorrad. Ducati Panigale V2. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Nennen wir sie die Königsklasse. Die Königsklasse bei den 1000 Best Top Awards. Trommelwirbel. Wer hat sie gewonnen? High Performance Supersportler. Die Besten der Besten. Die Stärksten der Stärksten. Gewählt von den Schönsten der Schönsten. Und ein paar andere waren auch noch da, die 1000 Best Group. Auf Platz 10 die Honda CBR 1000RR-R Fireblade. Der fluffigste Name überhaupt, flutscht über die Lippen. Auf Platz 10, es kommt noch eine zweite Fireblade, die ist weiter oben angesiedelt. Aber die Standard Fireblade hat sie auf Platz 10 geschafft bei den High Performance Supersportlern bei der Top Awards 2024 Wahl. Auf Platz 9 die Kawasaki Ninja ZX10R. Auf Platz 8 die Aprilia RSV4 1100. Auf Platz 7 die BMW S1000 RR. Und jetzt wird es schon schwierig. Jetzt wird es schwierig, weil schwere hausinterne Konkurrenz. Auf Platz 6 die Panigale V4R. Es gab Kollegen, die haben die Panigale V4R
bevorzugt. Und es gab Kollegen, die haben die Panigale V4S bevorzugt. Und da gab es sogar noch Leute, die haben die V4 Superleggera bevorzugt. Ja? Das sind halt die, die nur Millionäre im Freundeskreis haben. Aber sei es wie es sei, Platz 7 eben die BMW S1000R, Platz 6 die Ducati Panigale V4R, die Basismaschine für die Superbike WM mit 1000 Kubikzentimeter, allem, was Gott verboten hat, sündhaft teuer, aber natürlich auch wahnsinnig hoher Imagefaktor. Auf Platz 5 ein Dauerbrenner in dieser Kategorie, ein unglaublich ausgereiftes, gutes Motorrad Yamaha E1M, von einem Kollegen auf Platz 1 gewählt sogar. Auf Platz 4 die Aprilia RS V4 1100 Factory, ist ein Motorrad, wo ich die Behauptung aufstelle, dass wenn du 10 Motorräder hinstellst und 10 Kollegen im Kreis fahren lässt, in Summe nach 10 Runden die meisten Piloten auf der Aprilia RS V4 1100 Factory die schnellste Rundenzeit fahren. Ihre Stärke ist es, die trotz der hohen Leistung, dir es leicht zu machen, egal welchen Fahrstil du hast, dass du eine schnelle Rundenzeit fährst. Also ein Motorrad, das diese hohe Geschwindigkeit in greifbare Nähe rückt und gute Rundenzeiten in greifbare Nähe rückt. Trotzdem, in Summe, niemand hat sie auf Platz 1 gewählt, aber sehr viele haben dieses Motorrad eine gute Platzierung angedeihen lassen. Auf Platz 3, BMW M1000R, das Top-Super-Über-Drüber-Modell aus dem Hause von BMW, von einem Kollegen auch auf Platz 1 gewählt. Musste sich aber knackgeschlagen geben, zwei Motorräder, die punktegleich auf Platz 1 gekommen sind, aber ein Motorrad hat eine Platz 1 Platzierung mehr, insofern gab es dann doch einen Sieger, aber ein wahnsinnig knappes Duell. Die Ducati Panigale V4S auf Platz 2, punktegleich, wahnsinnig gute Noten, 3 zweite Plätze, einen dritten Platz, unglaublich gutes Testergebnis, unglaublich breite Empfehlung für diese schöne, schnelle Maschine, die angenehm fährt, etwas brutaler wie eine 1100er Factory von Aprilia, aber deutlich zugänglicher wie die ersten Modellgenerationen. Motorrad, das optisch begehrenswert ist, das vom Image der Marke her begehrenswert ist. Motorrad, das ausgereift ist mittlerweile. Und ein Motorrad, das jetzt, wo wir dieses Video aufnehmen, quasi zum alten Eisen gehört. In diesen Tagen wurde die neue Panigale präsentiert, die niemand von uns noch gefahren ist. Insofern haben wir jetzt über die alte V4 geurteilt. Und die ist schon so weit vorne geraten. Also bin ich mir sicher, nächstes Jahr die neue Panigale, weil die ist sicher ein heißer Titel am Wert nach oben, weil da hat Ducati nochmal, ich glaube, 1,5 Sekunden an Rundenzeit-Performance gefunden. Aber auf Platz 1, sie musste sich knapp geschlagen geben gegen japanische Ingenieurskunst, gegen die Honda CBR 1000 RR Fireblade SB mit 2 ersten Plätzen, einem 4. und einem 3. Platz, also auch insgesamt dann gute Platzierungen für die Fireblade SB. Ihre Stärke ist japanische Qualität, japanische Zuverlässigkeit, aber auch dieses Image, das die Honda ausstrahlt, du bist für die Ewigkeit gebaut, in Kombination erstmals als erste Fireblade seit 20 Jahren die Fireblade SB endlich auch mit einem Motor, der wahnsinnig starke Spitzenleistung liefert, ein unglaublich hohes Drehzahlreservoir hat. Und das ist ihre Stärke, dass du oben ein so breites Drehzahlband hast, wo du gut dosierbar, jede Menge Leistung abliefern kannst und das in Kombination mit einem guten Chassis. Eine gute Basis für Rennstreckenumbauten von Honda, die CBR 1000R Fireblade SB. Und bei uns in der Redaktion, sowohl Martin Bauer als auch ich, haben wir auch selber eine in der Garage stehen. Insofern ist es nicht nur die Empfehlung an unsere Freunde, sondern auch die Empfehlung an uns selbst. Ja, gerne eure Kommentare unten drunter. War ein knappes Duell, im Prinzip die ersten drei Motorräder lagen dichtest beisammen, aber das Ergebnis ist, wie es ist. Ich hoffe, ihr findet es genauso fluffig wie wir. Jetzt machen wir noch schnell, ich sage bewusst schnell, weil es leider viel zu wenig Moträder gibt, jetzt reden wir noch schnell über die Supermotos. Da haben wir eine kurze Shortlist, das heißt 11 Motorräder standen insgesamt zur Auswahl. Ich habe mir sagen lassen, dass nächstes Jahr endlich einige Motorräder in dieser Kategorie neu kommen, die seit gefühlt 20 Jahren erwartet werden. Also nächstes Jahr haben wir eine deutlich längere Liste. Es kommen neue Supermotos 2025 an den Start. Ganz, ganz gierige Dinger. Wir werden darüber im Oktober 2024 berichten dürfen. Bis dahin sind das unsere Empfehlungen. Auf Platz 10 SWM SM500 R. Auf Platz 9 die KTM 450 SMR, auch hier heiße Diskussionen, ist ein Motorrad ohne Straßenzulassung,
Ja, aber ein Kollege sagt, du, Supermoto fahre ich nur auf der Strecke und für mich ist das einfach eine geile Maschine. Keine Frage, die ist ein reinfertiges Motorrad, sündhaft teuer, sauschnell. War die Empfehlung von einigen Kollegen für jene Leute, für die Supermoto gleich sportliches Engagement auf der Supermoto-Strecke ist. Auf Platz 8, ähnliches Motorrad, andere Dekors, Husqvarna FS 450. Auf Platz 7, Ducati Hypermotor 950. Auf Platz 6, Ducati Hypermotor 950 SB. Auf Platz 5, die GasGas SM 700. Auf Platz 4, die Husqvarna 701 Supermoto. Auf Platz 3, ein merkwürdiger Aspirant in dieser Kategorie, aber die fährt so schnell und so gut, dass wir sie mit reingenommen haben. Die Rede ist von der KTM 98 SMT. Unglaublich gute Platzierungen, ein unglaublich schnelles Motorrad. Manche von euch sagen vielleicht, das ist ja gar keine richtige Supermotor, ist ja ein Tourmotorrad, mag sein. Fahrt einmal damit, ihr werdet sehen, dass dieses Motorrad in Sachen Wendigkeit und auch Adrenalinausstoß mit jeder kleineren Supermotor mithalten kann. Knappes, wahnsinnig knappes Duell, unfassbar knappes Duell und hat sehr hitzige Diskussionen gegeben. Sie hat mehr Platz 1 Platzierungen, polarisiert aber für manche Kollegen mehr und hat nicht allen so gut gefallen offensichtlich, aber sie hat mehr Platz 1 Platzierungen, trotzdem nur auf Platz 2. Die Ducati Hypermotor 698 Mono. Es ist so, dass die Maschine ganz knapp auf Platz 2 gekommen ist, obwohl sie 3 Platz 1 Platzierungen hat. Aber auf Platz 1 im Prinzip der Regent in dieser Kategorie, die KTM 690 SMCR. Im Prinzip durch die Bank sehr gute Platzierungen von allen Kolleginnen und Kollegen. Niemand kann etwas Schlechtes über sie sagen. Sie hat in Summe hier 2 Platz 1 Platzierungen nur, aber eben dann sehr gute Mittelwerte auch von allen. Niemand hat eine schlechte Platzierung abgegeben. Ist ein Motorrad, das seit Jahren für Supermotorqualität birgt. Willi Rakete, kurvengierig, geile Optik, Top Sound, ist ein Motorrad, das alle lieben in dieser Kategorie. Viele stoßen sich halt daran, dass all diese lässigen Supermotos mittlerweile halt leider schon sehr teuer sind, aber da wird Abhilfe geschaffen. Nächstes Jahr kommen in dieser Kategorie super, super neue Supermotos mit an den Start, da könnt ihr euch schon freuen. Nächstes Jahr, wenn wir die Top Awards wieder präsentieren. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, es waren teilweise enge Ergebnisse bei diesen einzelnen Kategorien, wo könnt ihr mit dem Ergebnis nicht mitgehen. Was sagt ihr? Wo liegt die 1000 PS Crew daneben? Welche Motorräder würdet ihr nicht euren besten Freunden empfehlen? Postet es gerne unten drunter, damit wir eure Meinung mit einfließen lassen können. Danke, tschüss und baba, bis beim nächsten 1000 PS Top Award Video.